Den ersten Cup vom ersten DLC im 200er CCM haben wir bereits hinter uns gebracht und das war sehr, sehr turbulent. Es gab auch keinen Stern dafür. Und nun kommt der zweite Cup dran. Wir fahren heute mit Roy und dem Sauseschuh sowie kleinen Rädern, weil was anderes traue ich mich echt nicht mehr. Und dem Bowsergleiter. Triforce Cup, ab geht's. Bin ich Roy überhaupt schon mal gefahren? Ich glaube nein. Aber das macht's wieder schön spannend. An den Sauseschuh allerdings habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen. Der fährt sich nice. Und schaut zudem noch stylisch aus. Los Roy, gib alles. Aber der wiegt natürlich ziemlich viel, der Roy, ne? Wobei man es gar nicht wirklich merkt. Also die Lenkung funktioniert gut, der Drift auch, wow. Ich bin sehr überrascht. Was ist das denn für ein nices Kart? Ja klar, weil das ist ja schon die halbe Miete eigentlich, ne? Oder sogar mehr als das. Ein gutes Handling und einen guten Beschleunigungswert. Dann kommst du im 200er-Modus gut klar. Und es könnte auch nicht schaden, die Beschleunigungsstreifen zu benutzen. Nur so als Tipp, Roy. Und gleich zwei Red Shells verfolgen den Erstplatzierten. Haben ihn schön getroffen und ich hab noch einen Pilz, um davon zu sausen. Ja, den hätte ich mir vielleicht aufsparen sollen, aber... Konnte ja keiner riechen, dass genau in diesem Moment ein Blooper kommt. Oh Gott, flieg mir bitte nicht von der Strecke. Wir sind schon mal runtergefallen. Das muss nicht unbedingt nochmal passieren. Und hier würde ich ganz gerne jetzt echt die Beschleunigungsstreifen nehmen. Ich glaube, da sollte man davor schon anfangen zu driften. Dann knallt man nämlich auch nicht gegen die Wand. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber das ist auf jeden Fall die Lösung. Ich werde es in der dritten Runde mal probieren. Hängt halt auch davon ab, wo gerade der Eisenbahnwaggon ist. Oh nee! Wie fies! Diese Bananen, ey! Diese Bananen! So, hier am besten schon anfangen zu driften. Genau, nice. Oh, wobei... Ich bin so ein Depp. Viel zu früh den Driftboost gelöst. Aber das ist der Schlüssel. So kommt man da perfekt durch die Höhle durch. Am besten gar nicht den Driftboost lösen. Einfach nur driften, um da reinzukommen. Ja, und dann halt die Beschleunigungsstreifen nehmen. Da darfst du dich ruhig freuen, Roy. Das war alles in allem eine gute Leistung. Bitte behalte diesen Skill bei. Denn jetzt wird's etwas schwieriger. Regenbogen Boulevard vom SNES. Aber gut. Eigentlich habe ich die Strecke drauf. Und die Straße ist auch relativ breit. Von daher, was soll schon passieren? Gut, gegnerische Items könnten ein Hindernis darstellen. Vor den Felsblöcken habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Angst. Mit denen kann ich umgehen. Oh, okay, und diese Sprungschanzen da. Die sollte man am besten auch meiden. Da springt man garantiert zu weit. Erst recht, wenn man den Stunt löst. Also einfach umfahren. Das sollte die klügste Option sein. Ja, hau ab. Diese Bananen. Diese Bananen. Ja, so wie ich das hier mache, glaube ich, ist es optimal. Erstmal schön einen maximalen Drift verdienen. Oh, fuck. Boah, nice. Sehr gut. Einen Fehler sehr gut wieder ausgebügelt. Aber ich wollte euch ja sagen, wie man das hier am besten macht. Also, hier halt den roten Drift holen, lösen und ja. Und ausgerechnet jetzt mache ich's falsch. Oh Mann. Aber wir waren gut. Das sieht man daran, dass ich den letzten fast eingeholt habe. Na gut, die zwei Runden davor habt ihr ja gesehen, wie es geht. Und wir haben sogar zwei überrundet.
geil ist das denn? Mega. Das ist halt auch so ein schöner Zusatz durch diesen neuen Modus. Weil früher konntest du deine Mitfahrer nur im Babypark überholen, ne? Überrunden. Das laber ich. Überrunden. Und jetzt geht's in jeder Strecke. Theoretisch. Kommt halt auch drauf an, wie die sich anstellen. Logisch. Aber es geht auf jeden Fall jetzt in mehreren Strecken. Und ich habe sogar wieder die Superhupe. Sehr schön. Jetzt müsste ich nur noch auf den ersten Platz. Und dann habe ich da ein tolles Leben. Aber der Wario hat da wohl was dagegen. Ups. Kurve kommt er erst jetzt. Ja, ich glaube, ich muss die Hupe wegschmeißen. Ich schaffe es sonst nicht. Ja, die überholen mich ja sogar alle. Wie das denn? Wie macht ihr das? Ihr Skiller. Jetzt habe ich mich natürlich schon darauf verlassen, dass ich die einhole, ne? Und somit viele Items quasi... Ja, ist gut, okay. Lasst ruhig euren Frust an mir ab. Ist gut. Ja, warum nicht? Nochmal, komm, schlag mich, bitte. Steht drauf. Alter Schwede, Mann, scheiße! Ich habe nur noch eine Runde Zeit, um das hier auszubügeln. Und ich war so siegessicher. Ach komm, behalten wir einfach mal die Hupe, ne? Hol den schon ein, bla bla. Aber abtaut. Hey, wieso hast du dich gebissen, du dumme Pflanze? Was meinst du, warum ich dich hier an der Angel hab? Du sollst meine Gegner fressen und nicht einfach durch die Gegend gucken. Trotzdem bedanke ich mich für den Boost, den du mir gebracht hast. Denn der war ausschlaggebend für Platz 1. Yay! Wuhu. Aber es war sehr, sehr knapp. Und der Toad wurde sogar Zweiter. Team Toad! Trotz allem. Ist ein Mario Party 10 Insider für all diejenigen, die nicht Bescheid wissen. Nein, ihr müsst euch das Let's Play nicht angucken, das Spiel ist... Ich glaube, jeder weiß Bescheid. Spielen wir lieber was Schöneres. Mario Kart 8 nämlich. Auf der Hyrule-Piste. So, die kann ich wieder nicht einordnen. Keine Ahnung, wie sich die fährt. Tendenziell wieder ein bisschen herausfordernder. Roter Panzer. Na, schieß ihn weg, komm schon. Dann mach ich's halt. Verdammt. Eigentlich wollte ich den ersten damit treffen. Aber die Red Shell dachte sich, nee, ich will lieber diesen Tanuki-Mario abballern. Er hat es sogar geschafft. Okay, die Strecke ist schwer. Sehr schwer. Die drei Sterne sind in Gefahr. Ich muss mich stark verbessern. Und ich brauche jetzt erstmal 10 Rubine. Damit es von der Geschwindigkeit her schon mal passt. Okay, habe ich. Da bleibt einer hängen. Dann lassen wir den links liegen. Ja, okay. Ich habe jetzt alles auf eine Karte gelegt und gehofft, dass ich da jetzt durchfahren kann. Abbremsen. Lieber abbremsen. Okay. Oh, ist die Stelle hier blöd. Und Bananen hinlegen. Bananen sind OP. Bestes Item. Es war auf jeden Fall schon mal besser als die erste Runde. So, und jetzt blocken. Schnell landen, damit man halt möglichst früh mit dem Driften beginnen kann. Hier nicht übertreiben. Das habe ich aus der ersten Runde gelernt. Hier am besten auch abbremsen. Doch, ich habe mich stetig verbessert. Die dritte Runde ist, bis auf das hier gegen Ende, sehr gut verlaufen. 60 Punkte haben wir auf jeden Fall. Ob es auch 3 Sterne werden?
Komm schon, der Roy hat sich's verdient. Alleine wegen seiner coolen Brille. Die habe ich schon in Super Mario World verdammt episch gefunden, Mann. Er und Morten hatten, glaube ich, sogar dasselbe Prinzip, oder? Die haben so Stampfattacken eingesetzt. Und währenddessen sind die Wände immer enger geworden. Enger und enger und enger. Ich glaube, das waren die. Ja, ja, doch. Yes! Drop Sterne. Und wieder ein Stempel. Wusste ich doch, dass ich den noch nie gefahren habe. Na, wisst ihr was? Dann gucke ich jetzt mal, welcher Charakter mir noch fehlt. Denn mir fehlt nur noch ein einziger Stempel. Und dann habe ich alle 100. Juhu!